Willkommen zu einer ganz neuen Runde. Auf dem Arbeitsplatz steht ein Revox Tuner B261. Wir steigen mit diesem Gerät in eine ganz andere Schaltungstechnik ein. Ich würde die Auslegung dieses Tuners als professionell bezeichnen, aber zumindest als semi-professionell. Diese Geräte sind mit einem unglaublich hohen Aufwand konstruiert, absolut langzeitstabil und suchen im weiten Bereich dieser Gerätegeneration ihresgleichen. Ich habe selber einen, der läuft seit 1984 tadellos, ist noch im absoluten Originalzustand, nichts dran gemacht und erfreut täglich mit einem brillanten und superklaren Empfang. Voraussetzung dafür ist natürlich auch immer eine vernünftige Antennenanlage. Wer so ein Gerät ausschöpfen möchte, muss mindestens eine Hochantenne haben. Ein Dipol ist das Minimum mit entsprechender Anpassung und vernünftiger Kabelverlegung über die HF-Leitung. Ansonsten macht das keinen Sinn. Wie sagte mal ein grandioser Funkamateur, eine Yagi-Antenne ist in einem Tunnel ein Haufen Schrott. So ist das hier mit der Antennenanlage zu sehen. Voraussetzung jetzt ist, dass sich das Gerät zwar einschalten lässt, aber wenn wir mal schauen, die Digitalanzeige macht merkwürdige Symbole. Es ist alles gleichzeitig ausgeleuchtet. Und ansonsten scheint das Gerät auch soweit vom Empfang her tot. Ja, und dann schauen wir mal, was wir da machen können. Das ist ein Aufbau nach meinem Geschmack. Nach Entfernen der Grundplatte, ich sehe hier gerade was eingelegt. Aha, Fehlererfassungskarte, irgendwas war mal mit dem Gerät, sogar noch original von Studer. Wenn wir zum Background, mag ja sein, dass der ein oder andere die Marke Revox nicht kennt. Der Name Willi Studer, Schweizer Pionier im Thomann-Gerätebau, dürfte bekannt sein. Willi Studer war ein Präzisionsfanatiker. Und aus dieser Eigenschaft sind legendäre Tonbandmaschinen entstanden. Unter dem Namen Studer zunächst vertrieben, soweit ich die Firmengeschichte kenne. Und später gab es dann für den semiprofessionellen Markt die Home-Hi-Fi-Geräte mit dem Namen Revox. Daher also diese Entwicklung dieser ganzen Sache. Und natürlich dann auch im weiteren Verlauf die berühmten Revox-Tonbandmaschinen A77, B77, A700, um nur einige zu nennen. Da gibt es heute immer noch eine sehr, sehr große Fangemeinde, was ich total nachvollziehen kann. Letztes Jahr habe ich eine B77 in einer sehr, sehr speziellen Ausführung, einen sogenannten Langsamläufer, für Tonaufzeichnungen instand gesetzt. Und das ist immer wieder ein wahres Vergnügen, an diesen Geräten zu arbeiten. Das ist hier jetzt nicht anders beim B261. Ich würde gerne manche modernen Konstrukteure, die an CAD-Rechnern sogenannte Nintendo-Ingenieure, wie ich die immer nenne, mal in so ein Gerät einweisen und zeigen, wie man technikerfreundlich konstruiert, und das ist hier der Fall. Wir schauen uns das Ganze an. Hier sitzt der Netztransformator, hier drüber die Netzteilplatine, die Verknüpfung der Kühlflächen ist clever gemacht, hier die 5x20 mm Sicherungen gut erreichbar. Das Ganze ist mit wenigen Mitteln auszubauen und zu prüfen, überhaupt kein Thema. Und das ist für mich immer wieder ja eine Augenweide, um das wirklich zu sagen. Ihr merkt meine Begeisterung. Gut.
Was machen wir zuerst? Schauen uns mal die Sicherung an, Geräte spannungslos, so wie es sein sollte, und gehen hier an die erste 5x20 mm Sicherung. Okay. Defekt. Defekt. Okay. In der Mitte ist F2, F3. Das ist die plus-minus symmetrische Spannungsversorgung 15 und 22 Volt. Da haben wir was Dickes, weil wenn beide Sicherungen gleichzeitig durchbrennen, dann muss es schon was Heftigeres sein. Ich habe da auch eine Vermutung, äußere die nun aber noch nicht. Wir wollen ja auch ein bisschen Spannung aufbauen. Jetzt macht es wenig Sinn, die Sicherung zu ersetzen, ohne vorher zu prüfen, wo der Kurzschluss sein könnte. Deswegen nehmen wir jetzt das Board raus und gut zugucken. Nintendo-Ingenieure, ich weiß, die haben Kostendruck und die können manchmal nicht anders, aber dennoch kann man sich sowas angucken. Und schwupp, habe ich das Netzteil in den Händen. So geht das, so wird das gemacht. Jo, Trafo sieht gut aus, keinerlei Brand oder sonstige Spuren. Jetzt habe ich mir ein bisschen, wir haben Leitfett an die Finger geschmiert. Seid bei diesem Zeug grundsätzlich vorsichtig, putzt euch die Finger ab, keine Augenberührung, nicht an den Mund fassen. Das sollte man nicht tun. Insofern ein kleiner Hinweis noch von mir. Okay, jetzt können wir ja spannungsmäßig nicht messen. Das heißt, es macht nun Sinn, zunächst auf einen Kurzschluss zu untersuchen, weil zwei Sicherungen in diesem Bereich, ich weiß jetzt nicht, ich muss die Kamera jetzt mal ein bisschen schwenken und mal wieder meine schöne Lampe, die sehr gut ist, aber eben halt auch oft blendet. Ich denke, ja, jetzt sind wir gut drauf. Da habe ich den richtigen Messbereich. So, ich Schaltbild zeige ich euch gleich, wie das Netz dann aufgebaut ist. Diese leichten Staubspuren sind normal, weil eine Eigenart der Revox-Stromversorgung ist, dass die Halbleitertemperaturen von den Konstrukteuren relativ gut ausgenutzt wurden. Das heißt, die werden tatsächlich im Betrieb sehr warm. Das ist aber alles im sicheren Bereich. Wer also zuerst so ein Revox-Gerät repariert, wundert sich, dass die Regler so heiß werden. Also heißer als bei anderen Geräten. Aber ich kann euch sagen, das ist alles im sicheren Bereich. Also kein Grund zur Besorgnis. Es ist aber dennoch bemerkenswert. Nächste Warnung. Das einzige Manko, was es bei Revox flächendeckend gibt, ist das schlechte Basismaterial und die Kupferdotierung des Basismaterials. Diese Platinen sind sehr, sehr empfindlich. Und ich empfehle jedem, nicht lange mit dem Lötkolben rumzuprokeln, sondern wirklich die Entlötpumpe zu benutzen. Das schafft Frust aus der Welt. Der kommt nämlich dann auf, wenn man wer weiß wie viele Leiterbahnablösungen hat oder in den Ösen sich dann Ablösungen einstellen. Das macht wirklich Sinn, hier ordentlich abzusaugen und kurze Lötzeiten zu beachten. Okay, ich fange jetzt einfach mal an, ohne dass ich großartig hier erst ins Schaltbild schaue mir die Brückengleichrichter an. Also da ist zumindest schon mal kein Schluss drin, hier in diesen beiden. Dann haben wir hier noch einen. Sieht man das überhaupt durch die Kamera? Ja, okay, muss ich mal aufpassen, dass ich da drin bleibe. Das ist also von den Brückengleichrichtern auch nicht zu erwarten. Meine Erfahrung sagt, relativ selten Probleme. So, dann als nächster Schritt diese großen Fraco-Elkos. Da schauen wir mal, wie es da aussieht. Ja. Da sitzt da und da. Ja. Jo. Ihr habt es gehört. Und genau das, was ich erwartet habe. Also ein goldener Tipp. Die Elkos
in den Revox-Geräten sind nicht schlecht. Die kleineren Bauformen, auch selbst die Philips-Ausführungen, geben in der Regel keinen Grund zu einem Ausfall oder zu Problemen, machen keine Probleme. Aber diese Fraco-Elkos, egal ob es vertikal oder axiale Ausführungen sind, haben überdurchschnittlich oft einen Plattenschluss. So auch hier. Das sind zwei baugleiche, 25 Volt, 2200 μ/11. Und wir machen es nochmal. Ihr seht, das ist auch noch zu beachten. Bitte, die haben drei Massepunkte. Das sind jeweils hier so sternförmig angeordnete Lötstellen. Und der Plus ist hier in der Mitte. Ah, da hatte er noch einen Schluss mit 0,1 Ohm. Oder war ich an der falschen Seite? Ja, ich war an der falschen Seite. Das ist immer 0,1 Ohm, genau. Der war's. Genau, da hatte ich mich jetzt vertan. Okay, ihr seht, auch mir passieren Fehler. Aber hier ist Masse, da ist der Plus. Man kann es auch so umdrehen. Wurscht. Jetzt ist er geladen. Und bei dem hier, Moment, wo bin ich jetzt? Da sind die 3, 1, 2, 3, das ist Masse. Passiert nichts, hier haben wir 0,1 Ohm, satter Kurzschluss und das passt. Das sind nämlich die beiden Elektrolytkondensatoren für die symmetrische Spannungsversorgung, also genau der Zweig, wo auch die beiden Sicherungen durchgebrannt sind. Gut, wir haben, ich denke, den zentralen Fehler nun gefunden. Es macht aber wenig Sinn, die Elektrolytkondensatoren, die noch gut sind, drin zu lassen. Weil, nach meiner Erfahrung, werden die früher oder später diesen selben Effekt haben. Das heißt, einen direkten Plattenkurzschluss mit den Folgen, die daraus resultieren. Das heißt, wir machen jetzt hier eine vernünftige Elko-Kur, erstmal im Netzteil. Und dann möchte ich euch noch einen Hinweis geben. Ich bin kein Freund dieser globalen Elko-Kuren. Es gibt sehr, sehr viele Elektrolytkondensatoren älteren Baudatums, der Firma Aero, Fraco und so weiter, die absolut langzeitstabil sind und wo es keinen Sinn macht, die gegen Billigware auszutauschen. Das heißt, wenn man das tut, dann sollte man schon ganz bewusst Elektrolytkondensatoren der höheren Preissegmente, zum Beispiel Panasonic, wählen. Und nicht irgendwo in Bausch und Bogen bei einem Billiganbieter wie Pollin zum Beispiel solche Restbestände kaufen. Sondern wenn schon, denn schon. Das ist das eine. Das nächste, auch erfahrene Schrauber, Reparateure, wie man das auch immer nennen will, sollten niemals lang weg das ganze Gerät machen in einem Mal, sondern immer Stufe für Stufe und dann die Funktion wieder prüfen. Baut ihr euch nämlich einen Fehler ein, dann sucht ihr euch Wund nach diesem Fehler. Wenn jetzt aber ich in der Stufe A eine einwandfreie Funktion hatte, in der Stufe B eine einwandfreie Funktion, in der Stufe C genauso und dann auf einmal in D einen Fehler eingebaut habe, dann habe ich die Sicherheit, A, B und C waren okay, reimt sich sogar, und D habe ich zuletzt gemacht, da muss ich mir was eingebaut oder eingefangen haben. Also seid da vorsichtig, diese Geräte haben extrem viele Kondensatoren und daher ist das sinnvoll, so vorzugehen. Nun werde ich erstmal mein Entlötkolben anwerfen, den ordentlich vorheizen und dann euch mal zeigen, was ich damit meine, dass diese Platinen sehr sensibel sind. Gut, dann melde ich mich gleich wieder. Grundsätzlich mache ich es so, dass ich, bevor ich die Sachen absauge, die Pads neu verzinne,
damit etwas Flussmittel da drauf kommt. Hier haben wir nun das Problem, dass der äußere Massering des Elkos auch noch etwas verkröpft ist. Das heißt, wenn ich das jetzt gleich löse, dann muss das erst ein bisschen angebogen werden, gerade. Sonst gibt es hier ein Problem. Der sitzt zum Beispiel schon mal sehr fest. So, das haben wir schon mal halbwegs hin. Den Rest könnte man auch jetzt mit der Lötspitze machen. Aber aufpassen, kurze Lötzeit, ganz wichtig. Wir schauen, wenn die Entlötpistole, leider braucht die Pace sehr, sehr lange. Ich bin auch jetzt auf einer Findung einer neuen Lötstation. Die Spitze ein bisschen rein hier. Das Geräusch ist ja also die Vakuumpumpe, nicht wundern. So, immer einmal noch ein bisschen durchs Rohr blasen. Und wir fangen einfach mal in der Mitte an. Geht's zu sehen? Ja, geht's zu sehen. So, schön warm werden lassen. So soll das sein. Mal schauen, wie wir das jetzt hier so. Bisschen wackeln dabei, dass das Lötzinn auch überall weggenommen wird. So, mal eben freisaugen. Und jetzt schauen wir mal. Ja, so soll das sein. Jetzt haben wir die Pads schön sauber. Das seht ihr, sie sind nicht beschädigt, liegen noch prima auf. Und das war das, was ich damit meinte. Jetzt gleich sofort ein wichtiger Hinweis. Bei der Betrachtung des Layouts fällt auf, dass wir ja hier und hier die durchgeschleifte Masse haben. Das ist also kein Problem. Aber dass der Ring, der äußere Massering, auch normalerweise eine Verbindung von hier, dieser Seite, zu dieser Seite herstellt. Das heißt, ersetzen wir das jetzt durch einen normalen Elektrolytkondensator. Die hier sind mitgeliefert worden vom Gerätebesitzer. Er hat einen Elkosatz bestellt und dieser Elkosatz beinhaltet diese Kondensatoren 2200 μF 25 Volt. Das passt also. Man hat aber clevererweise, und das ist sehr lobenswert, habe ich jetzt die Tüte. Da, ihr seht es jetzt in der Tüte. Die Brücken, die erforderlich werden, mit dabei gelegt. Das heißt also, wenn ich das jetzt gleich eingelötet habe, müssen wir auch eine Brücke setzen. Sonst ist layoutmäßig die Verbindung von hier nach hier, die über den Ring sichergestellt wird, nicht vorhanden und wir haben eine Fehlfunktion. Das wäre nochmal wichtig, darauf hinzuweisen. Übrigens interessant, dass, ihr könnt es vielleicht sehen, hier Studer steht. Ja. Das geht so ein bisschen da durch die Bank, mal da, mal da, mal da. Okay, gut, ich denke, das ist soweit deutlich geworden. Ich muss jetzt nicht alle Vorgänge im Einzelnen zeigen, sondern werde jetzt die Platine überarbeiten, reinigen. Was in jedem Fall ersetzt werden sollte, ist auch hier dieser Trimmer, denn die oxidieren ganz gerne nach den vielen Jahren. Und es macht da Sinn, auch da einen neuen gekapselten einzusetzen. Der ist zur Einstellung, zur exakten Einstellung der Spannungen vorgesehen. Achso, da muss ich auch mal, ja genau, da sollte ich das nochmal ins Bild schwenken. Gut, ich mache mich an die Arbeit, sehe zu, dass ich das Modul in einen sauberen Zustand bekomme. Und dann prüfen wir die Spannungsversorgung erneut. So. Alles eingebaut, nochmal geprüft. Prompt hatte ich einen Elko vertauscht. Das habe ich aber bei der Überprüfung gesehen. Ihr seht also, es ist berechtigt, mein Hinweis, auch wenn man da vorher noch drüber spricht, passiert es einem. Aber es ist korrigiert. Spannung drauf. Ja, das sieht von vorne schon mal sehr gut aus. Er zeigt mir auch was an. Und jetzt überprüfen wir mal. Erst die 33 Volt, die sind mir wichtig.
Die liegen am Ausgang der 5, 6er, 10er Diode hier an. 32,8. 6,9, das muss ein bisschen korrigiert werden, aber ziemlich genau getroffen mit meiner Voreinstellung des Potis. Wir gehen weiter auf die minus 15 Volt. Da liegen wir hier etwas niedriger, das heißt, da ist der richtige Anschluss. 14,83, okay. Jetzt kommt der positive 14,49. Eingangsspannung 22. Und dann kommt noch die 5 Volt Versorgung. Ja, das ist soweit okay. Müsste alles wieder, zumindest von der Spannung her, funktionieren. Wenn man das Gerät umdreht, erkennt man auch, dass sogar noch die alte Senderspeicherung vorhanden ist. Ich muss mal die Kamera wie immer. Das steht natürlich jetzt auf dem Kopf. Aber ihr seht, die Hintergrundbeleuchtung ist da. WDR4. Ja, die Abspeicherung ist sogar noch drin. Also insofern ist von der Seite nicht viel zu erwarten an Problemen. Jetzt müsste man dann die übliche Überprüfung machen und der Besitzer wünscht sich eine komplette Überholung der Elektrolytkondensatoren und aller anderen Verschleißteile. Das werden wir tun. Jetzt machen wir ihn erstmal wieder aus. Auch das Ein- und Ausschalten ist perfekt. So, dann spannungslos und nun schauen wir uns noch mal kurz. Das sind die Frakos hier. Die Frakos. Zack, zack, Kapazitätsmessgerät nochmal herholen und schwupp, schwupp, da wird nach oben ein Huhn heraufgezogen, frei nach Wilhelm Busch. Okay, erstmal den ausloten, ich weiß gar nicht, bin ich jetzt im Bild? Ob ich im Bild bin, weiß ich nicht, auf jeden Fall ist das, was ich tue, im Bild. Jetzt loten wir erstmal den Burschen aus, der den Schluss hat, das war ja einer dieser beiden hier. Schwupp, die wupp. Da ist er. Der hat also den totalen Kurzschluss. Und der lädt noch. Ja, jetzt ist ja mal interessant zu sehen. Kurz noch zum Gerät hier. Power on. LCR Auto möchte ich nicht. Ich möchte C-Serie messen. Da war ich jetzt zu schnell. Also auf CP, dann hier auf Serie gehen. Und bei Elkos nimmt man eine Frequenz 100 oder 120 Hertz. Nehmen wir 120 Hertz, nee, nehmen wir die, die bei uns nach dem Brückengleichrichter entsteht, die 100 Hertz. Jetzt schauen wir mal, was er noch, trotz seines Alters, müsste so Baujahr 84, 86 sein. Quatsch. Minusklemme außen, ich habe gerade noch groß drüber gesprochen. Uppdidup. 2,3. Es ist das, was ich sage. Gut, jetzt habe ich kein ESR drin. ESR gucken wir uns an. Guckt euch den an. Guckt euch die Werte an. Das ist das, was ich sage. Wenn diese Mistdinger nicht so kurzschlussempfindlich wären. Der ist super vom Wert. Der ist uralt. Der ist super. Jetzt nehmen wir mal spaßeshalber noch den anderen hier. Ein Tausender mit 63 Volt. Tja, 982 μF. Da müsst ihr schauen, wenn ihr einen neuen, ich nehme jetzt mal für Spaß einen neuen. Ich hole mal einen guten aus meinem Vorrat. Habe ich hier. Zidup. Ein Panasonic mit 25 Volt. Ist ja jetzt egal.
So, das ist jetzt ein guter Panasonic. Neuware, noch nicht gebraucht. Ja, super. Ja, wenn die Klemme abgeht, wird es nicht funktionieren. So, die Klemme muss schon dran. Ja, das ist das, was ich sage. Ganz klar, die alten Elkos, das ist ein niegelnagelneuer Elko. Jetzt muss man natürlich gucken, der wird in seiner Toleranz sein, die angegeben ist. Aber dieser jetzt hier zu messende Kondensator wird, wenn der, was haben wir jetzt? Der ist jetzt roundabout 40 Jahre alt. Ja, ungefähr 40 Jahre alt. Da sagen wir 35 Jahre. Dann hat der hier diese Kapazität nicht mehr. Da bin ich absolut von überzeugt. Also deswegen mit Bausch und Bogen Elkos tauschen ist nicht immer angezeigt. Ausnahme jetzt hier, weil die Frackos leider dieser Bauform zu Kurzschlitzen neigen. Aber man sieht gut, von der Kapazität her und von allen anderen Parametern ist der noch intakte, vollkommen in Ordnung. Gut, alles klar, dann schauen wir mal gleich beim Funktionstest erstmal, ob wir jetzt ein funktionierendes Gerät haben, bevor wir mit den Elkos da weitermachen. Das ist ein Haufen Arbeit, die ich dann noch vom Bauch habe. Aber jetzt erstmal ein Funktionscheck.